Habe ich ein paar Bälle von dir? Keine Ahnung. Ich habe nur Pokebälle gehabt, die anderen Bälle die hatte Eisen ich nicht. Achso, okay. War nicht von mir. Das war nicht von mir. Das war nicht von mir. Die Aprikokos war nicht von mir. Der rohe Kabel ja auch nicht. Das Doof ist echt, dass ich jetzt kein Arcani mehr habe. Und wo ist der Feuerstein? No. Feuerstein? Feuerstein? Müssen wir uns kurz equippen und in die Hölle gehen. Ist der Feuerstein noch da? Nee. Ich hab ihn dir gegeben, den hatte ich auch zu sehen. Ist gut, der Feuerstein. Wo denn? Wahrscheinlich in deinem Inventar. Meinst jetzt. Du nicht Flint? Ich hab Flint. Nee, den Feuerstein der von Feuerstein. Pokémon. Ich geh in die Höhle und such neue Feuerschatz. Wie konnte das denn jetzt passieren? Jetzt ernsthaft? Ja, wurde es zurückgesetzt. Ja, wahrscheinlich. Das ist echt fies. Time to strike. Ein Onix Level 49, richtig geil. So, Moment. Aber Stalo, ich google mal, wo man Stalos hier nimmt. Ich muss irgendein Item muss ich dem geben und dann tauschen. Ja. Nee, oder ein Level abkriegen oder so. Kann man Onix zu Stalos machen? Ja. Genau. Echt? Naja. Warte. Stalos PokeWiki. Na komm. Da, nach Alik. Sind das da wieder? Ist hier noch irgendwas? Hier ist Gold. Nee, Tausch mit so einem bestimmten Item, was sich Metallmantel nennt. Metallmantel, okay. Mhm. Muss ich aber erstmal finden, Metallmantel. Gibt's das denn noch wild in... Das weiß ich nicht, ich habe zumindest noch nie eins gesehen. Wenn, dann hat's eine sehr kleine Spawnrate. Stalus Pixel, Mann. Ein paar Steine. Muss mich doch bearbeiten. Ey! Nein! Das war eine geheime Kiste. Zwackel, guck dich in meine geheime Kiste rein. Stalos aber ist nicht, da ein... Stalos gibt's gar nicht. Nein, das ist kein Feuerstein. Feuerstein. Ich sichere gerade meine Sachen, dass ich in der Hölle, wenn ich da verrecke, dass ich nicht alles, Hast du gehört? Nee. Es gibt keinen Stalos. Im Spiel noch nicht? Nee. Oh. Schade. Dann will ich auch keinen Onix haben. Kannst du behalten. Mit Mario. Onix ist trotzdem geil. Ich hab keinen Arcani mehr. Ja, ich hab nur eine. Okay, nächste Mission. Zwockel Arcani wiederherstellen. Los. Ja, wir müssen so viele wie möglich Lavaseen finden. Da gibt's Feuersteinscherben. Ja? Hast du nicht eben gesagt, die gibt's in der Hölle oder so? Ich hab gehofft, dass es die in der Hölle gibt. Ach so. Es gibt Mew. Ja. Toll, ich hab mich jetzt komplett in Eisen equipped, nur um in der Hölle. Mew findet man, glaube ich, im Dschungel und das hat eine 0,05% Chance zu spawnen. Ja, sehr gut. Und wenn man es besiegt, droppt das 5-mal Meisterball. In der Richtung sind wir jetzt noch ein Lavasee, nur auf welcher Höhe? Das ist jetzt die Frage. Ich guck, ob ich ihn hier finde. Okay. Wenn ein legendäres Pokémon spawnt, dann bekommt man eine Nachricht vom Spiel im Chat, dass ein legendäres Pokémon im Dschungel gespawnt ist. Aha. Es wird ungefähr alle 500 Stunden spawnen, die man spielt. Oh. Und die Chance, es zu finden, ist 100 zu 10.000. Ja, das hört sich doch toll an. Ich finde den Lavasee nicht. Scheiße, dass man auf der Minimap die Höhe nicht angezeigt kriegt.
Über den Lavasee nicht mal. Ich komme in die falsche Richtung. Ey, mein halbes Inventar ist mit Pokebällen voll. Kann es sein, dass du zu viele gemacht hast? Hast du sehr viele verschiedene Arten? Alle habe ich gemacht. Ich habe zwei Reihen mit Pokebällen noch voll. Gib doch Rayquaza, das will ich haben. Das wäre doch Hammer. Rayquaza gibt's auch, ja. Hast du das schon mal gesehen? Nee. Ich habe noch gar keine legendäres Wir sind ja nie weit gekommen, also. Legendäres Pokémon gesehen. Boah, den muss man doch irgendwie mal sehen. Das wäre doch geil. Das sieht sehr schlecht aus. Dann mach das morgen, während ich arbeiten bin. Es gibt einen lustigen Glitch, der manchmal zufällig passiert. Der lässt 10 bis 20 Rayquazas auf einmal spawnen. Auch nicht schlecht. So, dann trainiere ich jetzt Kleinstein, damit ich mit Karin noch tauschen kann. Mega geil. Kannst du mir einen Gefallen tun? Na klar. Gib mal einen Chat ein, dass du mich teleportieren willst zu dir und drück das Instant, wenn du siehst, dass mein Name sich eingeloggt hat. Okay, warte. Ich kann gerade nicht fliehen aus dem Kampf. Warte, ich muss das Ding eben besiegen. Krankenhieb sollte es tun. Nein, tut's nicht. Warum nicht? Alter, wie sagt man das? Wie schwach bist du? Soll der Mist? Rasierblatt, jawohl! Geht doch. Apropos so schwach. Tun wir Tackle weg. Das bin ich. So, Moment. Slash TP. Ich sehe nichts, zu dunkel schon. Krypto XII nach Benten LP. Alles klar, bin bereit. Arnjoin Sabah. Bist du in Lava? Sobald mein Name Dings erscheint im Chat. Hab ich gemacht. Gut. Dann mach's nochmal. Hab ich nochmal gemacht. Gut. Ja, hat geklappt. Ich hab zwei Herzen noch. Zack. Irgendwie ist es bei mir wieder sehr buggy. Bei mir irgendwie nicht. Gott sei Dank. Hört man bei mir ein Rauschen? Ja. Muss Ventilator wieder ausmachen. Da gibt's so viele extrem seltene Pokémon. Gibt's auch irgendwie so Shiny-Versionen. Gibt's auch. Golden, das schaff ich schon. Mit Ivysaur. Oh, Ivysaur. Vielleicht auch nicht. Rasierblatt muss jetzt schon rein. Okay, tut's nicht. Alter, es soll jetzt mal irgendwie so ein legendäres spawnen. Das wäre geil. Ah, also ich klinke mich gleich aus, ich muss noch Wäsche aufhängen, noch duschen, Bett neu beziehen. Ich hab, glaube ich, mich ein bisschen also mit euch verzockt. Jawohl, also ein ganz kleines bisschen. Wir haben ja gerade mal erst 9 Uhr. Wann haben wir angefangen? Um 4? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es auch nicht. Manchmal Order City sagt, wir sind jetzt 1,5 Stunden dran. Wann haben wir versucht anzufangen haben wir versucht um 16.30 Uhr und um 17.20 Uhr waren wir immer noch nicht fertig. Hatten wir immer noch nicht angefangen. Oh Gott. Wie lange dauert dann noch dein Folgenende? Bis zum Folgenende? Ja genau, ich würde auch sagen, dass wir gleich auch aufhören.
Auch noch Wäsche machen. Ja. Nachmacherin, das ist meine Ausrede. Dann jetzt aber bitte noch 10 Minuten, weil ich bin gerade mitten in der Folge. Ja. Gut. Ich habe nicht drauf geachtet mehr. Ich schneide das einfach ein bisschen zusammen nach interessanten Szenen. Ach, du nimmst noch auf? Ja, ich nehme noch auf. Ich schneide das irgendwie am Ende ein bisschen zusammen. Was gerade interessant ist, keine Ahnung. Walzer, jawohl. Ist das eigentlich gut, wenn die Grafikkarte auf über 80 Grad sich erhitzt? Stimmt nicht. Ist nicht irgendwie 60 Grad normal Betrieb? Mein Kokowai wird richtig gut. Alter, wann entwickelt sich denn Kleinstein? Wetten, es kommt gegen Dämpfen immer noch nicht an. Ach, das bist du. Ich habe gedacht, du bist ein Trainer. Ich wollte dich die ganze Zeit angreifen. Nee, nee. So treffe ich den Level 11 Trainer. Ich möchte mal einen stärkeren treffen. Level 11. Das hat doch gerade so gut alles geklappt. Hast du verloren? Mhm. Alter, mein Onyx kann Feuer-Odem. Eine Drachenattacke. Ja. Wie geil ist das denn? Dein Onyx soll mir aus dem Bild gehen. Ich versuche gerade die ganzen Pokémon wegzuschnappen, weil ich die schneller töte als du. Nee, ich gehe auch immer nur auf die Gold Kings. Das ist nur weit. Was muss man tun, um das zu entwickeln? Level, wie viel entwickelt sich das? So, jetzt ist Geodude. Was? Was entwickelt sich wann? Level, wie viel entwickelt sich Owei? Owei gar nicht. Blattstein brauchst dafür. Ach so. Okay. Deswegen hatte ich schon, bevor wir hier überhaupt angefangen haben, schon einen Blattstein mit zusammengesammelt. Wieso wusstest du, dass du Owei? Ich wusste auf jeden Fall, dass ich einen Owei haben wollte, ja. Kokowai ist richtig geil. Was? Wieso das denn? Der ist ordentlich stark. Naja. Eierbombe direkt mit Level 27? Stärke 100? Naja. No. Naja. Richtig gut. Richtig gut. Wie schön. Mann, oh Kari, ey. Ein grünes Geowatz. Mach doch nicht alles ein weg. Ein Level 40 Sichlor, das muss ich mir. Oder ist das, weil das jetzt hier Nacht geworden ist? Lass mich durch, du scheiß 20er Sichlor. Ich hab einen Feuerstein. Ich hab den gerade von einem grünen Pokémon-Typ als Sieggegenstand bekommen. So, ich hab Sichlor. Zwockel hat das gar nicht gehört. Nö. Mr. Mime! Mr. Mime! Mr. Mime! Pfff! Ich komm, Erfahrungspunkte gegeben, ich muss. Nur noch ein Fensterball, aber der bringt. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich muss Gold Kings finden. Ja! Ich hab Sichlor. Das ist gut. Oh mein Gott. Sichlor ist ein gutes. Guck mal, ob es Sherox gibt. Hier die Stahlentwicklung von Sichlor. Macht man auf jeden Fall genauso wie ein Stalos. Das hatte ich heute schon gelesen. Dann wird es wahrscheinlich nicht geben. Da ist ein Pimsier. Wir sind überall im Körper durch. Ich brauch doch Gold King. Golken gibt mir viel mehr Erfahrungspunkte. Ich Idiot, ich kann auch auf Noctu fliegen. Was laufe ich denn hier rum? Was ich richtig gut finde. Ist Zwockel schon eingeschlafen? Zwockel ist, glaube ich, schon AFK. Dann nicht. Gute Nacht, Zwockel. Hier sind zumindest Goldinis. Go
Vielleicht hochlevelig? Ich glaube nicht. Ach, Level 12, ne. Krieg ich die vielleicht auch mit? Wahrscheinlich. Oh, da krieg ich sogar. Wieder ein Level. Felswurf. Wirf Zeus 5-mal, fahre Felsblöcke auf den Gegner. Machen wir mal einen Schattenlebensula. Ich hab ein neues Pokémon Center gefunden. Was ist das für ein Pokémon? Das ist in der Nähe bei dir überhaupt. What? Cool. Dann hab ich's schon gefunden. Ach, ist das Panikon? Nee. Hä? Das ist so ein Rad quasi, was sich die ganze Zeit dreht. Das nennt sich Whirlipede. Ah, das hab ich auch schon gefunden. Das hab ich erstmal für Amoroso gehalten. Das ist aber ganz nicht komisches Vieh. Wenn's auch aus der 5. Edition ist, kenne ich's nicht. Mit Sicherheit. 5. Edition muss ich erst noch spielen. Das ist so aus der 5. Edition, so würde ich erkennen. Ja. Die habe ich übersprungen, die 5. Wow, das sieht ja cool aus. Was ist das denn? Zoroark. Und das ist ein Fuchs mit so einer Mega-Mähne. Zwei O-Mods nebendran. Sieht geil aus. Wie episch ich es einfach finde, dass ich auf meinem Nocto fliegen kann. Ist das geil. Oh, aber wenn Wieso man... Wieso hast du Noctu? Hey! Haha! Ha. Darfst du nicht! Ich hab's doch angekündigt, wenn ich tue jetzt was Verbotenes! Darfst du nicht! Ich wusste nicht, wie man die, wie man die abbricht. Ach scheiße, jetzt hab ich einen Noctu. Lass es frei! Ich doch gar nicht. Ja, das mit Sicherheit. Links ist das einzige Vieh, auf dem ich fliegen kann. Oh mein Gott, kann ich auf meinem nicht fliegen? Wie macht man das denn? Einfach rausholen und dann mit der leeren Hand rechtsklicken drauf. Pinsel sieht ja lustig aus. Das ist einfach ein riesen Rechteck mit Hörnern. Das ist jetzt vernichten werde. Garados, Hyperstrahl. Und wieso kann ich auf ihm nicht fliegen? Solltest du. Ja? Solltest du eigentlich. Du musst es rausholen und dann mit der leeren Hand, aber rechtsklick drauf. Ach so, mit der leeren Hand. Sonst geht's nicht. Ah. Geil. Und dann Leertaste drücken und gedrückt halten, dann fliegt's hoch. Aber es fliegt automatisch immer runter. Das ist ein bisschen doof, aber... Und was sind das für Symbole da, Ich weiß es nicht. Sein Leben oder so. Ach so. Ja, wie kann man den denn umbringen? Kein Plan. Voltoball. Ne, Elektroball. Yes. Wie geil. Ist auf jeden Fall richtig nice, das Modpack. Ich suche aber gerade unser Pokémon Center, aber ich find's nicht irgendwie. Obwohl ich einen guten Überblick habe, dadurch, dass ich fliege. Wieso der immer automatisch runterfliegt, das ist auch kacke. Jetzt treffe ich das blöde Kaputt, oder nicht? Ich habe einen Elektroball gefangen, wuhu. Nebulak, Level 21, ist wahrscheinlich ein bisschen zu hart, aber ich versuch's trotzdem. Bei mir laggt's wieder wie sonst was. Jawohl. Level 24 ist Kleinschalt schon, wann entwickelt es sich endlich? 25? Wenn du Glück hast. Und wir zur Teleport. Oh, letzte Minute, wir können aufhören. Nein, dann schaffen wir das erst in der nächsten Folge. Ich möchte aber noch einmal zum Pokémon Center. Ja, komm eben. Ja, dann nimm mal kurz, steig ab und kurz wieder rein. Und tippe mich eben. Ja, du bist beim Pokémon Center. Ich bin da, ja. Ein Dorf. Und jetzt will ich noch einmal ums Pokémon Center kreisen. Dann überziehst du halt kurz in deiner Folge. Das mache ich. Warte, ich flieg auch. Ah nein, ich bin in der Wand. Nein. Alter.
mit meinem nicht erlaubten Noctu. Ja, ich muss es erst da hinten auf der freien Fläche freihalten. Freilassen. Freihalten. Ist irgendwie eine Möglichkeit, dass man in der Luft stehen bleibt? Ja, du sinkst ja immer wieder runter. Oh. Ne? Was zur Hölle? Ich bin abgestürzt. Hä? Hast du was eingepackt in der Luft oder was? Ja, ich habe rechte Maustaste gedrückt, das funktioniert nicht. Ach so. TP, Benden, LP. Nach. Nicht zu mir gerade. Warum nicht? Nicht zu mir, warte. Warte, muss Moment. Ich? Jetzt. Ja, warte, ich muss eh noch deinen Namen schreiben, ohne was zu sehen. Weil ich auch in der Luft war und du dann wieder aus der Höhe runtergefallen wärst. Na, sieh. Hier hockt übrigens der Noctu noch, ne? Echt? Ja. Was mache ich denn hier? Tee? Ah, sie fand's. Darf ich dein Noctu klauen? Moment. Noctu, weg. Alles klar. Schade. Hab's. Oh, letzter Todespunkt. Hier steht's. Meine ganzen Pokebälle. Ah, die liegen da oben. Komm und schnapp sie dir. Möchtest mal sehen, wie das aussieht, wenn du auf einem. Wenn du fliegst. Was sind denn meine ganzen Werkzeuge? Hier ist eine. Ach, da. Axt. Die Axt, genau. Axt Karin, fehlt noch. Du Cheater. Das ist immer hier noch kein Cheaten, das ist eine Überlebenstaktik für meinen Rechner. Hier. Oh, ach doch, da. Die fehlte noch, genau, perfekt. Sieht das gut aus, oder? Das sieht voll lustig aus. Richtig lustig. Vor allem, wenn der so den Kopf zur Seite neigt manchmal. Moment. Ich komm mit in die Luft, dann beenden wir die Folge in der Luft. Warte, geh noch mal auf den Boden. Ich möchte mal sehen, wenn der den Kopf zur okay, Seite neigt. Warte. Ich hoffe, es macht das heißt jetzt auch. Was tut ihr da? Jetzt macht das nicht. Deiner nee. Ja gerade. Jetzt! Das sieht voll lustig aus. So, liebe Leute. Ich habe jetzt ein bisschen zusammengeschnitten, das Ganze wahrscheinlich. Aber macht ja nichts, ne? Wenn ihr es komplett sehen wollt, dann schaut es euch beim Benden an. Und ja, schaut bei ihm mal vorbei. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Und ja, hast du noch was zu sagen? Ja, von mir auch, ne? Meine Zuschauer, schaut auch gerne mal bei Mr. Fraps vorbei, wenn ihr die gekürzte Fassung haben wollt und nicht die langweilige lange. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, genau. Habe ich eigentlich noch nie gesagt. In meinen 3 Jahren Let's Plays habe ich darauf nie hingewiesen. Nee. Hier, wie sagt man immer? Kommentieren, favorisieren, gut bewerten, genau. Kommt Leute, auf geht's. Nee, das mache ich nicht. Tede Hutgas. Und ansonsten kennt ihr mich, wünsche ich euch noch einen schönen Tag, sagt tschüss, ciao und auf Wiedersehen, euer Benden, ciao. Und euer Friends, ciao. Und eure Charybtoxi. Und die Zwocke, ciao.